Hallo und herzlich willkommen zu dieser fahrenden Legende. Jetzt weniger bei Armored Warfare, wo sich hier das Let's Play heute drum dreht, sondern allgemein, ich sag's mal ganz grob, in der Panzerwelt. Nee, natürlich Quatsch. Also ihr wisst ja, World of Tanks ist dieser Type 59 fast nicht zu bekommen und wenn, sehr schwierig. Armored Warfare hat sich gesagt, warum bei uns so schwierig machen? Hier kriegt ihn einfach jeder. Fand ich sehr lustig, den Gedanken. Und dementsprechend hier also Type 59 mit dem Zusatz Legend. Ja. Cooler PRQ. Wir schauen uns mal die Details an und sehen ein Kampfpanzer, der nahezu mit den früheren Versionen des T-54 identische chinesische Kampfpanzer Typ 59 wurde 1958 gebaut und ein Jahr darauf in den Dienst gestellt. Auch wenn seine Produktion 1980 endete, ist der Typ 59 bis in die 2000er Jahre hinein der Hauptpanzer der chinesischen Volksarmee gewesen. Also wirklich sehr, sehr, sehr lang. Schaden 223, der anhaltende Schaden 1858. Der Schutz sehr, sehr gut. Hitpoints 1140, Höchstgeschwindigkeit 50,40 km/h und ich würde sagen, die Legende will befreit werden. Also, lasst uns in den Kampf springen und schauen, wie der Type 59 hier sich so schlägt. Und nun geht's also los mit unserem Tier 3, Top-Tier 3er, 2er Gefecht auf der Karte das Vorgebirge. Und ihr seht, der Typ 59 ist hier sehr gerne gespielt, sehr viel am Start. Also, sollte für jeden was dabei sein. Und ja, natürlich, die Optik passt zu der Legende natürlich sowieso dazu. Wir warten auf die Spieler, während wir hier nochmal wirklich diese Perle sehen. Da kann man nichts anderes sagen als, ja, doch, der gefällt. Ich werde wahrscheinlich versuchen, so hier da entlang zu fahren. Weil hier, das ist mir alles so ein bisschen, weiß nicht, ist aber eigentlich lustig. Nee, geht nicht. So. Los geht's. Richtschütze, suche nach Ziel. Ah, fahren Sie gleich mal wieder in die Karren, die Jungs. Die ersten zwei Hitpoints, schau mal weg. Bäume werden gefällt. Ach ja. Also man fühlt sich schon allein schon bei der Fahrt schon wieder direkt irgendwie gut. Obwohl man eigentlich nichts anderes macht als mit dem anderen Panzer auch. Also es ist lustig, was für einen Bohai um einen Panzer gemacht wird. Und das wird dann auch wirklich genauso aufgenommen. Und jetzt sind wir Endgeschwindigkeit. Schneller geht er nicht mehr. Ah, die Steine, die Steine. So. Komm, aim ein. Yep. Feindlicher Panzer, markiert. Schade, hätte ich gerne noch einen zweiten drauf gegeben. Laden, HE. Nee. Der, glaube ich, macht mir nicht nochmal den Gefallen, dass er so da rauskommt. Aber vielleicht einer der nachfolgenden. Laden, ah, kritischer Treffer. Nein. Bleib, 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 bleib. Ja. Oh, mit was schieße ich denn da? Warum bin ich denn auf die HE gekommen? Oh, oh, oh. Hatte ich mich irgendwie verdrückt? Das ist ja lustig. Hatte eigentlich nicht auf die 3 gedrückt und hab mich schon gewundert, warum der so Bogenlampen schießt. Aber ja, dann war's klar, gell? Ja, der hat nochmal gesessen. So, ich kann hier gut wirken, ohne dass ich beschossen werde. Ja, also der Schaden geht schon gut von der Hand. Abpraller, mega im schlechten Winkel. Aber ich treffe hier sehr gut. Komm ja gut auf den Gegner drauf.
Nee, der nicht. Aber die hier, wie sie hier im Cap stehen, damit tun sie sich jetzt keinen wirklichen Gefallen eigentlich. Feindlicher LKW markiert. Laden, AP. Für mich, mir soll es natürlich recht sein. Ladeschiff. Ja, endlich ist der mal weg. Ah, der nicht. Das ist ja fast wie ein Tontaubenschießen hier. Komm schon. Jetzt wieder mal. Nee, also das, damit haben sich hier sich so reinzustellen wohl keinen Gefallen gemacht. Kann man ganz klar feststellen und sagen. Der ist weg. Feindlicher LKW markiert. Na, leider schwierig so drauf zu kommen. Laden halt HE. Ja, kann ich auch mitleben. Auch wenn es minimaler Schaden ist, aber. So. Zwei kritische Treffer. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen umstellen. Jetzt komme ich nicht mehr so auf die Gegner drauf, wie ich eigentlich drauf kommen wollen würde. Und ich habe ja da schon fleißig Schaden gemacht, deswegen war eine gute Position. Vielen Dank an dieser Stelle für die Position. Oder an die Position. Ich fahre weiter. zu 6, mal deutlich knapper diesmal die Runde als die gefühlt üblichen World of Armored Warfare Runden. Ich wollte natürlich World of Warships sagen. So, bin jetzt auch ein bisschen konzentriert, gebe ich ganz ehrlich zu. So, und ich würde den Gegner jetzt gern so in den Rücken schießen. Das wäre jetzt der Wunsch. Bis der Cap durch ist, dauert es ja sehr, sehr lange. Also da habe ich Zeit, da brauche ich mich jetzt nicht stressen. zu 5. So, jetzt genau das, was ich wollte, dass ich hier in die Seite schießen kann. Er muss jetzt abhauen deswegen. Feindlicher LKW markiert. Ne, auf den komme ich jetzt auch nicht mehr drauf. Also fahren wir mal weiter Richtung LAV. Ah, nee. Komm schon, lad nach. Ja, der hat gesessen. Ja, es ist eine echt unglaublich knappe Runde. Aber der Cap ist zumindest jetzt mal nicht die Bedrohung. Nee, so leicht mache ich es ja nicht nochmal.
Schade. Ich dachte, auf den käme ich jetzt drauf. Wir haben was abgekriegt. Ja, das ist nicht so einfach hier gerade. Das ist natürlich das Doofe, dass alle Leute da vorne ebenfalls weggefahren sind und nicht da oben stehen geblieben sind, weil hätte jetzt da oben einer die Position gehalten, könnte man da jetzt von da super gut wirken. Deswegen fahre ich da jetzt nochmal wieder zurück. Ab und an finde ich es immer schön, wenn die Teampartner mitfahren, aber hier in dem Fall fahren ist jetzt nicht so clever. Aber eine Minute 19 habe ich jetzt dank Reset gerade ja nochmal bekommen. Also los, los. Ich sag auch den Jungs, dass ich jetzt sie flankieren werde. Also sie sollen jetzt da nicht unbedingt volle Breitseite spielen. Komm, komm, komm. Zeig uns, was so eine Legende drauf hat. Sekunden. So, der erste ist zerstört. Der M60 hat sich da jetzt ein bisschen doof geopfert gefühlt. Identifizieren. So, muss jetzt echt aufpassen. So, jetzt werde ich noch mal versuchen, anders zu fahren. Die Zeit ist auf meiner Seite, weil die Thematik, was wir haben oder der Gegner hat, sie wissen nicht ganz genau, von wo ich komme und ich weiß in etwa, wo sie stehen durch den Cap. Soll er dann unten noch keinen Unsinn machen? Ja, so viel dazu. Identifizieren. Oh nee. Identifizieren. Och nee. Komm schon. Ja, der ist weg. Eieieiei. Was eine aufregende Runde. 2 Minuten 47. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger als sonst, das tut mir leid. Aber die Konzentration und die Anspannung ist jetzt natürlich auch eine ganz andere als sonst, muss ich natürlich sagen. Und jetzt habe ich vor, ich hoffe, dass es klappt.
dass ich ihn wieder so ein bisschen überrasche und überrumpel mit der Aktion jetzt. Ziel identifizieren. Wir haben uns erwischt. Laden, AP. Ja, da ist der Sieg. Das war die beste Runde, die ich in Armored Warfare bisher ever hatte. Also, puh, die war gut. Die Legende. Besser kann man diesen Panzer nicht demonstrieren, als hier in dieser Runde geschehen. Unglaublich einfach nur. Ja, ich kann ganz ehrlich sagen, mir ging die Pumpe am Schluss extrem. Und ja, besser als so kann man natürlich nicht belohnt werden. Ich hoffe, euch hat's äußerst viel Spaß gemacht. 4256 Schaden. Da gab es hier in dem Fall das Panzerass. Natürlich für mindestens 5 Kills. Die Goldmedaille, höchste Reputation des Siegerteams. Die Performance 270.000 Credits. Basisverteidigung 6 Kills. Wie man sieht, hier an den Type, da habe ich viel Schaden machen können. 1953 Base-XP, 4256 Schaden. Auch der M60 war sehr fleißig vom Schaden, um das nicht mal zu unerwähnt zu lassen. 265.000 XP Credits. Ja, das war eine wirklich gute Runde. Ich hoffe, euch hat es ähnlich unterhalten wie mich, weil ich, auch wenn ich still war, war ich sehr gut und nervös. Ja, war lang genug. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einen Daumen verdient. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.